Bei der Rettung des Planeten lockt ein Milliardenbusiness. Erst traue ich mich nicht, ein Stück Hightech abzuschneiden, aber der Chef ist da ganz entspannt. Warum sollte man normale Alufolie nicht einfach abschneiden? Er macht sie zum Träger völlig neuer, sensationell billiger Solarzellen. Martin Roscheisen hat mit Internetsoftware Hunderte von Millionen verdient. Und dann war ihm Reichsein allein zu langweilig. Solarenergie klang reizvoll. Ein komplexes Problem, von dem er erstmal keine Ahnung hatte. Er hat das rasend schnell geändert, sich die richtigen Leute zusammengeholt und alle an Nanosolar beteiligt. Wenn das mal rund läuft, können sie die stromproduzierende Schicht einfach aufspritzen. Da steckt jemand alles in eine Sache, von der er erstmal gar nichts versteht. Erfahrung ist eine zweischneidige Sache. Man legt sich damit auch fest, mit Investitionen, mit den Leuten, die man beschäftigt. Irgendwann denkt man nur noch in eingefahrenen Wegen, kämpft um 10% Fortschritt, statt 10-mal besser zu werden. Wir gehen völlig neue Wege, drucken Solarzellen wie eine Zeitung. Unser Geheimnis ist in der Flasche. Das hat sonst keiner. Mikroskopisch kleine Teilchen, Nanopartikel, die Strom machen. Wir behandeln sie wie Druckerschwärze. Keine Hexerei, sondern der Ertrag von ungezählten schlaflosen Nächten und 100 Millionen Dollar Entwicklungsetat. Sie haben in Rekordzeit 200 Patente entwickelt, aber immer noch Probleme. In ein paar Wochen beginnt die Produktion. Sie werden weltweit die Besten sein oder untergehen. Den bulligen Produktionschef hat Roscheisen von IBM abgeworben. Dort hatte er 21.000 Leute unter sich. Der Produktionschef? Ja. Wir verantwortlich für alles, was schief geht. Also das ist mein Job. Und es geht noch viel schief, oder? Es geht immer noch viel schief, ja. Warum geht jemand von so einem hochbezahlten Job bei einem Weltmarktführer weg, um in so einer kleinen Garage hier wieder anzufangen? Spaß. Ja? Purer Spaß. Es ist einfach sehr gut, in einer kleinen Firma zu arbeiten. Man hat ganz andere Freiheit. Wir denken in Deutschland immer, die Amerikaner sind die Energiesäue. Ja. Die kümmern sich nicht. Scheißegal, Benzin ist so billig, Öl ist so billig, die Autos dürfen 20 Liter auf 100 verbrauchen. Und was ihr hier macht, gibt ein völlig anderes Bild. Haben wir ein falsches Bild von Amerika? Ich würde sagen, es verändert sich. Es verändert sich sehr, sehr deutlich. Und das ist etwas, was ich hier in meinen 14, 15 Jahren, die ich hier bin, feststelle. Wenn die Amerikaner etwas erkannt haben, dann wird es schnell gehen. Und es wird sehr konsequent durchgeführt werden. Und das zum Beispiel passiert jetzt hier in Kalifornien. Ich meine, es ist Arnold, also nicht direkt ein Uramerikaner, der das nach vorne gebracht hat, aber er ist es nicht alleine. Und wenn man sich umhört, die Solarenergie hier oder Alternativenergie ist halt das hottest Potato, hottest Item, was man hier kriegen kann. Solange die im Labor noch mit Schmirgelpapier hantieren, wären europäische Investoren wahrscheinlich vorsichtig mit Kapital für die Produktionsanlagen. Wer in Silicon Valley auf absolute Sicherheit wartet, hat schon verloren. Equipment is going to come in here. Wow! Martin Roscheisens Produktionshallen sind eingerichtet für 2 Kilometer Fertigungs- und Druckstraße. Seine Chutzpah haut mich um. Er setzt alles auf eine Karte. Bevor der Monat zu Ende ist, soll der Laden brummen. In 2 or 3 months.